Vor vielen Jahren drängten die großen Kriegsfürsten der Eisernen Legion, die Wikinger und Samurai, hinaus aus dem Gebiet um Aschfeld. Wir Ritter waren damals stolz und stark, und niemand wagte es, sich gegen uns zu erheben. Dann, wie eine Krankheit, herrschte plötzlich Frieden in unserem Land. Die Kriegsfürsten wurden vergessen, und das Volk wurde schwach und selbstzufrieden. Als die Raubzüge der Wikinger von Neuem begannen, war die Eiserne Legion nicht vorbereitet. Aschfeld stürzte ins Chaos. Doch auch die Wikinger schienen schwach zu sein. Nur noch ein Schatten dessen, was sie einst gewesen waren. Und die Samurai hatten Myre viele Jahre lang nicht verlassen. Nun ist eine neue Macht in Aschfeld aufgestiegen. Die Schwarzenfels-Legion. Ritter. Wahre Krieger. Solche, die den Unterschied kannten zwischen Raubtier und Beute. Wir sind gekommen, um die Welt wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Das Zeitalter der Wölfe steht bevor. Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Fragda und ich bin wieder in For Honor. Freies Steam-Wochenende nutze ich natürlich. War ja Alpha-Tester, Beta-Tester. Mittlerweile haben sie einen Story-Modus, also einen Singleplayer eingebaut. Das begrüße ich sehr, weil ich persönlich bin halt einfach nur bedingt Fan von Multiplayer. Entweder muss der Multiplayer, der PvP, wirklich gut sein, oder er ist Teil von was Größerem, also RVR, Realm vs. Realm, wie man es in großen MMOs kennt. Oder es ist ein Coop-Modus, das finde ich persönlich eigentlich immer mit am schickesten. Also der Multiplayer muss schon wirklich ordentlich gemacht sein, dass er mich überzeugt. Ansonsten bevorzuge ich einfach eine gut gemachte Singleplayer-Sache. Den Multiplayer finde ich persönlich weiterhin in dem Spiel verkorkst. Es tut mir herzlich leid um das Spiel, aber ich sehe das halt einfach so. Ich finde, das Spiel hat unheimlich viel Potenzial, sieht großartig aus, ist aber irgendwie im Multiplayer für mich eine Luftnummer. Irgendwie Perlen vor die Säue, der Wurf zu kurz, kann man vielerlei schöne Sätze bringen. Ich finde, das Spiel hätte Potenzial für mehr gehabt, sie haben es aber nicht genutzt. Ich finde, das Spiel hätte es verdient gehabt, wirklich schöne große Schlachten zu bekommen. Stattdessen kaspern wir da mit einer Handvoll Leuten rum in so einer Art seltsamen Duellspiel. Die Steuerung finde ich persönlich total verkorkst. Das macht bestimmt Spaß und Sinn, wenn man es mit einem Controller, mit einer Konsole dann spielt. Aber mit Maus am PC ist das, gelinde gesagt, grenzwertig. Dieses Blockangriff-Ausdauergedöns, was sie da machen, ist Geschmackssache. Gibt bestimmt einen Haufen Spieler, die feiern das, die finden es toll, oder die spielen es mit dem Xbox-Controller. Ich weiß es nicht, aber ich persönlich finde, an dem Spiel haben sie sich nicht unbedingt eine Ruhmestat verdient, was echt schade ist, weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, es hätte wirklich mehr Potenzial. Aber naja, sei es drum. Schauen wir uns einfach mal den Story-Modus an. Vielleicht überzeugt der mich mehr. Ich hatte jetzt die erste Mission schon gespielt, deshalb sieht man hier schon die gestrichelte Linie. Ich hoffe, das zeigt mir jetzt nochmal diesen ganzen... Also das, was die da kommentieren. Nee, machen sie nicht. Ach, es ist ja zum Mäusemelden. Doch, da. Ich bin Apollyon, Kriegsfürstin der Schwarzenfels-Legion. In diesem Jahr entsandte ich einen meiner Hauptmänner, Holden Cross, um einen Verräter zu bestrafen. Dort stand uns ein Wächter im Weg. Es gibt viele Wächter. Doch dieser würde sich als einzigartig herausstellen. So, die Geschichte ist ja etwas seltsam erzählt, aber also jetzt nicht, weil die Frau das halt gut macht, das ist ja eine gut vertonte Geschichte, nur ich finde, die Story an sich ist ein etwas sehr wirr irgendwie, aber sei es drum. Ich hatte das gerade eben schon mal gemacht und dann ist mir das Spiel aber abgestürzt und hat mir die Aufnahme zerballert, deshalb muss ich das jetzt nochmal machen. Deshalb bin ich ganz froh, dass man sich das hier nochmal hier F1 drücken und dann erzählt die uns das nochmal. So. Mhm.
Bisschen überempfindlich, okay. Gott. Diesen Tag erfuhr ich, dass ich dem falschen Herrn diente. Hervé Daubigny. Verteidigt die Mauern! Der Tag, an dem ich die Schwarzenfelslegion traf. Und Holden Cross. Kommt raus! Daubigny! So weit musste es gar nicht kommen! Haltet sie von der Mauer fern! Mein Herr? Brecht es ein! Brecht es ein! Aber ich bin ein Wächter. Ich hatte eine Pflicht zu erfüllen. Ich muss mich beeilen. Die schwarzen Felstruppen erklommen die Ostmauern. Ja, das Spiel ist der Meinung, ich habe das nicht ganz mitgekriegt mit dem Tutorial, das standardmäßig immer, wenn man das Spiel startet, also das erste Mal startet, wieder kommt, deshalb ist jetzt in der Story-Kampagne gleich nochmal so ein Tutorial eingebaut. Naja, sei es drum. Verstärkung war schon auf dem Weg. Ich musste die Mauer halten.
Sprengt die Festung! Los! Der Fall der letzten Zuflucht in Aschfeld. 1000 Jahre sind seitdem vergangen. Unsere Vorfahren haben 6 Jahre gegen 100.000 verzweifelte und verhungernde Krieger standgehalten. Das erzählt man sich zumindest. Einsatzbereit! Entscheiden.
Domini, zeigt euch endlich! Diese Krieger müssen nicht sterben! Ein Gerichtskampf, jetzt und hier! Was? Gegen euch? Das wäre kein Gericht, das wäre eine Hinrichtung! Dann gegen meinen Kempen. Ihr werdet mein Kempe sein. Also gut. Hätte ich mich geweigert, es hätte ein Blutbad gegeben. Sie hatten uns immer noch in der Hand. Es kann nicht sein, dass ein Ritter der Schwarzen Felslegion von einem gewöhnlichen Söldner besiegt wird. Knie nieder! Für Tapferkeit im Kampf und für ehrenvolle Dienste erhebe ich, Holden Cross, dich in den Ritterstand. Erhebt euch, Ritter der Schwarzen Felslegion. Wir sind hier fertig. Kommt mit. Und so kam ich schließlich zur Schwarzenfelslegion.
Ja, haben sie doch ganz hübsch gemacht, finde ich, oder? Ist natürlich... Ist natürlich trotzdem alles ein bisschen wirr. Aber nett erzählt. Ist auf jeden Fall, was ich bis jetzt gesehen habe, ähnlich wie, also lehnt sich eher an so, so Singleplayer an wie von Call of Duty und sowas. Also relativ stark geskriptet, so ein bisschen interaktiver Film. Finde ich, hat aber was. Erzählt uns auf jeden Fall dann eine relativ dichte Atmosphäre und Story. Und ich mag gut erzählte Geschichten. Ich setze mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns hier gleich wieder, dann geht's weiter mit der nächsten Mission. Bis dann.